viele gehen hier raus und sind völlig traumatisiert und können ein Kartenspiel nicht mehr mit denselben Augen sehen. Dadurch, dass sich mein Sohn sehr fürs Zaubern interessiert, speziell für Karten, war es seine Idee. Man hört ja, dass der Dennis da ganz besonders, der Herr Bär ganz besonders gut sein soll, deswegen sind wir da. Bevor Sie jetzt die Stelle bestimmt haben und aus dem Bereich dann eine Karte, hast du unter dem Tisch abgehoben eine Karte entnommen, die noch niemand kennt. Macht es unheimlich liebenswert und clever. Hat den begeistert. Sieht aus wie normales Gummiband, aber ist es nicht. Das hier ist ein abgerichtetes Gummiband. Trainiert, um Karten zu finden. Heißt Herbert. Und Herbert findet jede Spielkarte. Du fährst dann nach der Show heim und bist total fertig, weil du überhaupt nichts verstanden hast. Und denkst du, du sitzt jetzt da einen halben Meter davor und verstehst gar nichts.